Wundervollen guten Morgen, digitale Tomatenomaten. Herzlich willkommen aus Berlin. Nicht aus Berlin, aus Köln. In Köln sind wir. Auf jeden. Awesome People Conference Tour läuft. Heute ist der erste Tag, wo es kein Interview gibt, aber ich habe mir was anderes Geiles überlegt, was auch so ein bisschen in die Richtung geht. Das seht ihr aber erst später. Und dadurch, dass ich gestern mit Matthew auch über das Thema Ernährung geredet habe und er gesagt hat, so, ja, alle reden immer hier von vegan und so weiter und jetzt muss ich das auch mal ausprobieren. Und das zeigt mir nochmal, und das Feedback habe ich schon so oft bekommen, dass alleine, wenn man etwas vorlebt, das dafür sorgt, dass andere Leute dann, die bewusst sind, früher oder später sagen so, müsst ihr vielleicht auch mal darüber nachdenken. Und deswegen werde ich nicht aufhören und werde euch meine grünen Smoothies zum Frühstück in die Kamera halten, weil es einfach das Beste ist. Das Beste der ganzen Welt, besonders wenn es auch noch so schön aussieht. Danke! Ha. Olli, bist du auch pumped für den Tag? Oh, super, ey. Auf das, was wir heute machen, freue ich mich, habe ich mich fast so viel gefreut wie auf die ganzen Interviews. Also das ist ultra geil. Hast Stay du schon tuned. Erzählt, oder? Nö. Okay, cool. Werden wir gleich sehen. Jetzt wollen wir endlich raus. Es ist nämlich so ein schönes Wetter draußen und Olli käst sich die ganze Zeit nicht aus. Ich weiß nicht, was der Junge die ganze Zeit macht. Aber wir lassen jetzt unsere Laptops hier stehen, denn hier exportiert gerade das Konferenzinterview mit Matthew Mockridge und hier exportiert gerade das Konferenzinterview mit Paul Jonas. Und das ist ja immer so ein bisschen tricky, dadurch, dass die Dateien halt riesig sind. Die gehen halt eine Stunde, sind halt irgendwie 3 GB weiter. Exportiert er halt hier. Auch hier, kann ihr sehen. Zieht euch das rein. 7 Stunden, 11 Minuten. Und das ist halt nicht mal so im Vorbeigehen gemacht. Aber dadurch, dass wir halt den ganzen Tag draußen sein werden, Laptops bleiben komplett zu Hause, können die das hier vor sich hinziehen und dann kann man das über die Nacht hochladen. Und es ist cool, dass wir zwischendurch immer mal wieder so einen Tag haben, wo wir kein Konferenzinterview haben, um wieder on track zu kommen. Weil dieser Export ist echt immer so ein bisschen hart nervig. Und das ist jetzt schon, das mit Paul hat Olli schon 2-mal jetzt über Nacht versucht und es wurde immer abgebrochen und wir wissen nicht genau warum. Das ist echt so ein bisschen nervig. Aber jetzt machen wir das. What the fuck? Der Typ hat Spaß, glaube ich, bei der Arbeit. Olli, wollen wir jetzt auflösen, wo wir hingehen? Ja, gern. Wollen wir es sagen? Genau. Wir gehen nämlich, es ist nämlich super Timing, dass wir gerade in Köln sind. Und einmal mehr ist ja hier in Köln die FIBO, die Fitnessmesse. Und da checken wir jetzt mal ein bisschen coolen Stuff ab. Hier, wir standen gerade hier schon an der Ampel. Leute laufen uns vorbei und es ist einfach so wie die Faust aus dem Auge, dass die auch dahin geht. Wir sehen auf jeden Fall nicht aus wie die typischen FIBO-Besucher. Aber das macht es. Man muss ja immer so ein bisschen undercover sein. Veganes. Ja, die Chips, oder? Nein, die Zitronen. Ja, Mann. Ja, Mann. Sehen da. Hey, das ist einfach das Allerlustigste. Wir sind einfach auf der Fitnessmesse. Alle Leute fahren Rolltreppe. Okay, da sind gerade 3, die laufen. Aber sonst, alle Leute fahren Rolltreppe. Das sind die richtigen Fitness. Ja, genau, nicht zu viel Karten. Ist das vegane Angebot echt super gering. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, hier so, Fitness, bla bla bla, kommt auch schon so ein bisschen diese gesunde Ernährungsthema. Nein, überall so diese krassen, riesigen 10 Kilo Behälter Whey Protein und welche komischen Riegel und so. Hier der Ruba war gerade weiter. Sollen wir es auch auf? Ja, Mann. Ich denke drüber nach. Ich denke ernsthaft nicht drüber nach. Keiner Fail auf der ganzen Linie. Da hinten gibt es so ein Restaurant, da gibt es so Nudeln mit so Olivenöl und Tomatensauce. Die vegane Soße ist die einzige, die aus ist. Dann gibt es hier Asia-Bock. Gibt es für 10 Euro, wollte ich mir erst gar nicht holen, für 10 Euro gibt es so ein kleines Dings hier mit asiatischen Nudeln und Gemüse. Komme ich gerade hin, meinen sie, ja, ist auch aus, wir machen gerade neu, in 30 Minuten gibt es wieder welche und dann sind sie wahrscheinlich 5 Minuten später auch schon wieder weg. Und so ein anderes. Ich glaube, ich
Pasta einfach und snack mich mit Proteinriegel durch oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich darf einen guten Weg machen. Hat doch hier was eingekauft? Fett, Proteinpulver nach Empfehlung von Ernährungsberater Nico Rittenau, für den wir ja heute hier tätig sind quasi. Ich bin ja als dein persönlicher Assistent hier heute auf der Bühne. Nico, worauf kommt es bei einem guten Proteinpulver an? Also, beim guten Proteinpulver gibt es im Prinzip so zwei Gruppen an Kriterien. A, wie wurde es angebaut, sprich, ist es Bio, ist es ein reines Protein, was sind die Quellen, also ist es einfach nur so Reis, also billiges übrige Produkt der Stärkenproduktion, oder ist es kein fermentiertes Produkt? Okay. Und dann natürlich der zweite Punkt, wie schmeckt es, wie löst es auf, und ja, das ist so die, also, wie ist die Haptik und der Geschmack. Okay. Wenn das alles zusammenspielt, was es bei veganem Proteinpulver nie tut, das heißt, wenn wenigstens zwei von drei erfüllt sind, dann spricht man von guten veganen Protein. Und das trifft auf das, was wir jetzt haben, zu. Also das schmeckt natürlich bloß katastrophal. Okay. Aber im Geschmack, da bin ich eigentlich hart im Nehmen. Genau. Also, und mit Früchten ist es halt eh okay. Okay. Aber es ist auf jeden Fall, es ist roh, okay. Es ist bio, es ist gekeimt, es ist fermentiert. Ja, also everything a girl needs. Und es kostet 15 Euro pro Kilogramm im Vergleich zu den Sun Warriors, die 40 kosten. So, was ungefähr. Ich mir eine Zeit lang mal geholt habe. Von daher fangen wir jetzt sehr richtig an. Das vegane Essensangebot nicht so riesig ist, haben wir uns jetzt einfach mit solchen Riegeln hier beholfen. Okay, das schmeckt wie Kuchen, ey. Gott, schmeckt die lecker. Ja, oder? Das ist jetzt Kirschkokos mit Hafer. Ja, schönes Mittagessen. Kriegst du das denn hin, Robert? Ja, klar. Lern einfach los. Also, unbedingt. Ja, ja. Robert, du rockst das. Ja, was? Das Ding ist kurz vorm Wegschnipsen. Und ich sehe das. Mach genauso weiter. Ich bin ein großer Fan davon, neue Zielgruppen zu erschließen, ne? Aber das ist auf jeden Fall fragwürdig. Es ist hier der Dr. Görg Stand, es gibt so Kokosprodukte und sie verkaufen einfach Hoverboards. Yeah. Und ich frage mich, wie das reinpasst. Und das sind nicht mal Kokos gebrandete Hoverboards, sondern einfach normale. Affiliate-Programm. Ich habe so Überdosen und jetzt haben wir einfach, ist okay, dass die einfach einen Stand auf der Fieber haben. Das ist ein bisschen unusual, aber tschüss, Olli. Tschüss. Ich bin so müde, hey. Ja? 17 Uhr, bin richtig müde, wir sind die ganze Zeit hier rumgelaufen, haben uns irgendwelche komischen Riegel reingehauen. Naja, ist jetzt ja, 2 Stunden noch, dann ist Meetup, freue mich mega drauf, wir gehen vorher schon ein bisschen hin. 18:30 steht noch ein kleines Interview auf dem Programm mit Miri. Und ja, jetzt haben wir aber noch eine Stunde, die wir hier noch rumdaddeln können. Und dann geht's rüber. Fibo vorbei. Yeah. Cool. Erster Tag. Morgen gehen wir auf jeden Fall wieder hin. Es war cool auf jeden Fall mit den anderen und so, halt Bock gebracht, aber war jetzt nicht, dass ich sage so, oh mein Gott. Ja. Aber du bist halt auch nicht so in der Materie. Ich bin auch nicht so in der Materie. Also ich fand es ziemlich cool. Ja. Ich war halt am Anfang ziemlich, eigentlich nur Verkaufsstände. Ja. Das heißt, wenn man jetzt nicht gerade auf der Suche nach Trainingskleidung oder Eiweißpulver ist, hat man da jetzt relativ wenig gesehen. Am Ende wurde es ziemlich cool. Genau, weil wir halt irgendwie was Cooles draus gemacht haben. So. Genau. Genau, morgen gehen wir natürlich wieder hin. Nico fährt jetzt nachher leider schon nach Hause, ist morgen nicht dabei, aber die anderen beiden auf jeden Fall schon. Und jetzt, nächster Punkt, Meetup. Geil, Tomaten-Nomaden-Meetup. Wir laufen jetzt ins Echo rüber. Yeah. Und in einer Stunde geht's los. Voll cool. Ich glaube, es kommen zwischen 30 und 35 Leute. Mega nice. Mein Learning des Tages ist definitiv, Leute, dreht keine Videos unter Bäumen, es sei denn, ihr wollt vollgekackt werden. Wir haben gerade, für Miri, geht dieses Video bis morgen Abend 18 Uhr online? Wenn ja, dann haben wir die Möglichkeit, es hier zu verlängern. Ich
nicht? Okay, dann übermorgen. Übermorgen, okay, dann werde ich es auf jeden Fall da nochmal erwähnen. Und wir haben gerade hier unter diesem wunderschönen Baum ein Video gedreht. Und nicht so wunderschönes Ergebnis. Hier, ja, zieht euch das ciao. Rein. Hier. Was geht? Was denken sich diese Vögel, ey? Alles schon neu. Mega geil, erstmal danke, dass ihr alle da seid. Freue mich, wir sind hier 30, würde ich mal sagen. Richtig geil, dass wir hier eigentlich hier in Köln sind. Voll schön, euch einmal zu sehen. Ich glaube, ich würde sagen, wir fahren einfach einen coolen Abend zusammen. Und am Ende, stellt euch was zu essen, stellt euch was zu trinken, vielleicht mit euch. Alles geht auf Robert. Wichtige Sache noch, wir drehen fürs heutige Video. Der heutige Content-Part geht um das Thema Dankbarkeit. Und wenn ihr Bock habt, jeder von euch, der Bock hat, kann sich ganz kurz vor unsere Kamera setzen und 10 Sekunden, 15 Sekunden eine Sache erzählen, über die ihr dankbar ist. Und alle schneiden wir zusammen und macht so eine schöne Compilation. Und ich glaube, das ist auch ein cooles Video. Also wer Bock hat, wir können ja vielleicht... Ja, dann kann vielleicht erstmal was essen und dann ist es trotzdem so schön für uns. Gucken wir einfach. Wer mag einfach am besten zu kombinieren für die Familie? Klar. Und schön, dann viel Spaß! Aber jetzt gibt es was zu essen und ich glaube, das Warten hat sich so weit von gelohnt. Ich weiß nicht mehr genau, was ich bestellt habe, aber es sieht auf jeden Fall mega aus. Und alle hatten einfach schon ihr Essen und Miri hat schon Kuchen. Danke. Und ich habe jetzt den Burger, aber endlich, ich habe es geschafft. Es geht einfach nur. Nicht den Spieß in die Nase. Das geht nicht. Das bin ich, ja. Hallo, Maike. Was ist deine Meinung zu Snapchat? Es ist das soziale Netzwerk Nummer 1 gerade. Ich sage jedem, der noch nicht Snapchat ausprobiert hat, einfach ein bisschen verwirren und man versteht. Tolle Leute kennenlernen, wie euch alle. Ah! Wir sind. Hi! Wer bist du, Maike? Michael Araya sagt: Ja, zu deinen Träumen, ne? Auf jeden. Ihr Lieben, ich verlinke euch hier. Ich habe das nämlich gelernt, dass Links immer die Links sind. Hier, Michaels Kanal. Guckt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr einen fetten Arschtritt gebrauchen wollt. Das der Mann. Hey, abonniert seinen Channel. Jedes Mal. Ich weiß, dass du die Videos dir gerade anschaust, aber nicht abonnierst. Abonnier seinen Channel. Stimmt das? Hallo? Da gibt es einige. Da gibt es einige, die sich nach mehrmaligen Videos erstes abonnieren. Deswegen direkt abonnieren. Das ist ein Right Hook. Das ist so ein Red Hook. Auf jeden Fall. So, jetzt wurden wir rausgeworfen. Wir haben es 7:07 und das war schön. Wir sind jetzt noch eine kleine Gruppe von 8 motivierten Leuten. Und jetzt haben wir gar nicht, Jeff, jetzt haben wir gar nicht ein Ständchen von dir bekommen. Ja, wollte ich jetzt noch machen. Jetzt? Jetzt im Ernst? Warum nicht? Ja, voll. Also, ich habe ja hier gibt's einen Sessel. Ich wusste ja nicht, dass wir die haben den gar nicht mitgenommen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie uns rauswerfen. Ja, wir können hier auf dem Sessel. Ja. 5 Minuten. Geil. Yes, auf jeden. Mitgenommen. Auf jeden, auf jeden. Sessel vergessen, oder was? Kann auch unmöglich sein. Das ist der Wahnsinn. Warte bitte eine Sekunde, ich muss gleich snappen. Mach ein bisschen Farbe, mach ich den Kopf auf. 3, 13. Oh. Die muss jetzt vorne. Oh, das ist ein Traum. Das ist ein wahrer Traum. I know it now, what we did wrong, and so I seen the sun to tell you what we took.
I've thought sometimes that it couldn't be the right way to go. Somebody stole our way, but I know that it is the only right way to go. The way with you, it doesn't matter what they say. Don't listen to them if they tell you you are wrong. Put your headphones on and go. Listen to your heart when it is beating fast. It will tell you where to go, and it will never, never be alone. Isn't that? I know now what to do is to be with you. I know now we should find out and nothing else matters for me. There, just to be with you. It doesn't matter what they say. Don't if they tell you you are wrong, put your headphones on and go. Please listen to your heart when it is beating fast. If they tell you where to go, and it will never, never be alone. Never be alone. Woo! Woo! Yes, ihr Lieben, wir haben natürlich heute auch noch ein Thema am Start. Und das Thema fürs heutige Video ist eines, was mir auch durch die letzten Awesome People Conference Interviews immer wieder bewusst geworden ist. Und zwar, es nützt nichts, wenn wir alle Dinge der Welt haben und alles geil ist und alles fett ist und wir alles machen können, was wir wollen und so weiter, wenn wir die Dinge nicht wertschätzen. Das Thema, boah, ist das dunkel, das Thema Dankbarkeit ist so, so, so wichtig. Denn es nützt einfach alles nichts. Wenn wir das nicht am Start haben, dann kann alles funktionieren und wir können das coolste Umfeld haben und wir können ein geiles Business haben und alles einfach. Und das macht uns dann nicht glücklich. Deswegen müssen wir es immer wieder practicen, immer wieder täglich, diese Routine, diese 5-Minute-Journal-App, jeden Morgen gehe ich rein, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Ich mache mir das immer wieder bewusst, denn dankbare Menschen sind nicht dankbare Menschen, weil sie dankbare Menschen sind, sondern dankbare Menschen sind dankbare Menschen, weil sie Dankbarkeit ausüben, weil sie es immer wieder sich bewusst machen, was eigentlich gerade gut läuft und was sie feiern und wofür sie dankbar sind. Und um das nicht einfach nur zu predigen, sondern es auch einfach zu zeigen, habe ich mir über den heutigen Tag verteilt so viele tolle Menschen vor die Kamera geholt, beziehungsweise ich habe sie vor die Kamera geholt und Olli hat sie dann letztendlich gefilmt. Aber ich brauche den Credit nicht, also du kannst auch gerne den haben. Olli, wir können uns den Credit teilen. Brüderlich und schwesterlich teilen wir uns jetzt diesen Credit. Ich möchte das sehr gerne mit mir teilen, meine Schwester. Ja. Leute, viel Spaß mit ein paar schönen Szenen. Ich bin dankbar für all die Menschen um mich herum, die gleichen Dinge wie ich verfolgen und mich so täglich motivieren, gemeinsam an unseren Zielen zu arbeiten. Ich bin dankbar dafür, dass es heutzutage Leute gibt wie Gary Vaynerchuk oder zum Beispiel einen gewissen Robert Gladitz, die einem dabei helfen, mit ihrer eigenen Erfahrung, wie man sein eigenes Unternehmen voranbringen kann, sich nicht nur auf ihrem eigenen Erfolg ausruhen, sondern einen auch unterstützen. Ich bin dankbar für die Liebe meines Mannes. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich genug zu trinken habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich Robert online jetzt kenne. Nicht nur online jetzt noch kenne, sondern auch offline. Und ich bin dankbar dafür, dass alle Menschen so nett sind zu mir. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für dieses wunderschöne Treffen heute und diesen Typ. Mega cool hier. Ich bin dankbar für die vielen interessanten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Und für alle tollen Gespräche, die uns hier inspirieren. Auch diesen Treffen von Robert. Danke. Ich bin dankbar über die vielen geilen Leute, die ich in Köln kennengelernt habe, seitdem ich letztes Jahr hierher gezogen bin und dass ich diese Frau kennengelernt habe. Ich bin dankbar für meine Familie, dass sie mich unterstützen und
Ich bin dankbar für dieses super nette Get-Together mit all diesen netten Leuten und für diese Bambus-Zahnbürste. Nachhaltig, vegan und die wächst nach. Das sieht schon lustig aus. Also ich bin mega, mega dankbar für das Leben, was ich gerade führe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für die Wahnsinnsmenschen, die ich in den letzten 1-2 Jahren kennengelernt habe, die in meinem Leben sind. Vielen, vielen Dank. Ich bin dankbar für meine Familie, dass sie immer hinter mir steht. Ich bin dankbar für Menschen, die mir meine Grenzen aufzeigen. Dankbarkeit. Also ich bin dankbar dafür, dass ich beim Berufseinstieg mir das tolle Hobby Bloggen gesucht habe und darüber so coole Sachen machen kann, wie zu diesen Events gehen und so tolle Leute kennenlernen wie euch alle. Und ich bin mega dankbar für diese Gemeinschaft hier, die einfach Leute verbindet, die tun, was sie tun. Ich bin mega happy, dass wir heute, und deswegen finde ich es so geil, dass du es gerade gesagt hast, diesen Sessel gefunden haben. Das ist der Shit. Das Geld lag auf der Straße, Mann. Guck mal hier. Hm? Geiles Teil. Stand vorne im Altenheim. Wahrscheinlich ist irgendeine Oma gestorben. Aber hey, ansonsten wird das Ding weggeschmissen. Also ich bin super dankbar dafür, dass ich einfach machen kann, worauf ich Bock habe. Niemand kann mir sagen, was ich machen muss. Ich mache jeden Morgen, was ich will. Das ist einfach der Wahnsinn. Ohne Scheiß. Wenn mir jemand jeden Tag sagen würde, was ich machen muss, ich würde mir jetzt hier in den Kopf schießen. Das ist mir, ich meine es halt echt ernst. Und darüber bin ich mega dankbar. Also ich bin mega dankbar dafür, dass die Jungs heute mal wieder richtig geil auf der Straße entdeckt haben. Ich bin dankbar dafür, dass ich in der tollsten Stadt der Welt leben darf, in Köln. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine Wohnung gefunden habe, dass ich euch treffen darf, dass ich den geilsten Job der Welt habe im E-Mail-Marketing und dass ich einfach glücklich bin über alles auf der Welt. Ich bin dankbar für die vielen Menschen, die uns unterstützen. Ich bin dankbar dafür, dass ich frei bin und machen kann, was ich möchte und was ich will. Ich bin dankbar, weil ich die Dankbarkeit so empfinde, dass mir für Freude die Tränen. Ich bin dankbar dafür, dass ich erkannt habe, wie schön das Leben so eigentlich ist. Ich bin dankbar dafür, dass ich jeden Tag machen kann, was ich gerne möchte und auch andere Leute inspirieren kann zu reisen. Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich hier viele nette Leute kennengelernt habe, dass so viele Leute sind, die so kreativ sind. Bin ich sehr dankbar darüber. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, hier zu sein, die Möglichkeit, ein Busticket zu kaufen, sich mit Menschen zu treffen, die Möglichkeit, neues Wissen zu erlangen. Dafür sage ich einfach danke und ciao. Boom! Ich bin mega dankbar dafür, dass ich in letzter Zeit so viele coole neue Leute kennengelernt habe und dass ich so viel wieder herumreisen kann und jeden Tag einfach durch verschiedene Umstände so unglaublich viel lerne und mich einfach jeden Tag krass weiterentwickle. Und ich bin mega dankbar für euch alle Einzelnen, die gerade einen Beitrag zu diesem Video geleistet haben und die mir bewusst machen, krass, es gibt so viele Menschen, die auf der gleichen Wellenlänge unterwegs sind wie ich. Und ich bin mega dankbar für euch alle, die gerade dieses Video schauen, denn ohne euch alle würde es das alles nicht geben und dann würde ich nicht diese Videos drehen und dann würde das alles nicht so viel Bock machen. Und am allermeisten bin ich gerade dankbar dafür, dass ich gemeinsam mit meinem Bruder diese geile Konferenz mache und es einfach so ultra viel Spaß macht, hier rumzuhasseln und Leute zu interviewen und zu machen und zu tun und on the road zu sein. Und deswegen danke, Olli. Gerne. Es ist mir eine Freude jedes Mal, und das ist, was ich gerade gesagt habe, durch diese Interviews lerne ich jeden Tag unglaublich viel und das ist einfach so cool, das mit dir noch zu teilen. Yes. Das ist eine Freude. So schön. Ihr Lieben, darauf können wir den heutigen Vlog beenden. Es war eine wundervolle Episode. Es hat so viel Spaß gemacht. Morgen wird es mindestens genauso krass weitergehen, würde ich sagen. Klar. Auf den morgen heutigen Tag. Morgen sind wir wieder auf der FIBO. Gespoilt. Yes. Genau. Und morgen gibt es einen Special Gast. Das seht ihr aber morgen. Yeah. Das wird auf jeden Fall schön. Lasst uns heute unbedingt einen Kommentar. Wissen die noch gar nicht, wer das ist? Nein. Oh, nobody knows. Nobody knows. Ihr werdet es morgen sehen. Schreibt uns mal einen Kommentar rein, wenn ihr wisst, wer morgen der Special Gast ist, aber niemand wird es wissen. Deswegen schreibt mal einen Kommentar rein, wofür seid ihr dankbar? Mein Ziel ist es, ohne meine Antworten, ich will unter diesem Video 100 Kommentare sehen. Ihr Lieben, wenn ihr nie kommentiert, wenn ihr selten kommentiert, jetzt ist der Fall, jetzt ist genau der Moment, um reinzugehen. Wir brauchen 100 Kommentare. Ich werde auf jeden einzelnen zurückschreiben. Genau. Ich will eine 2. 200 will ich dort unten drunter sehen. Yeah. Ihr Lieben. Genau, sagt einfach Hallo. Oder nein, sagt, wofür ihr dankbar seid. Genau, Jeder schreibt rein, wofür ihr dankbar ist. Wer sich nicht danach fühlt, völlig okay, schreibt einfach Hallo. Geht ab? Einfach ich würde sagen, Vernetzen ist wichtig. Nein, ich würde sagen, wir lassen keine Ausreden gelten. Okay. Jeder muss dankbar sein. Kanal, Robert, denn dein Kanal. Wer nicht dankbar ist, der kann einfach einpacken. Der kann direkt den Kopf in den Sand stecken. Deswegen, schreibt rein. Ich bin hier für Freedom of Speech. Nein, ich nicht. Es ist, die Tomatenshow ist eine Diktatur. Man muss machen, was die Obertomate sagt. Ihr Lieben, schreibt rein, wofür ihr dankbar seid. Selbst wenn es nur eine kleine Sache ist. Selbst wenn ihr nur dankbar seid, dass ihr gerade dieses Video gucken konntet. Egal, was es ist. Schreibt es rein.
egal was es ist. Es ist so wichtig. Jeder, der dieses Video guckt, muss jetzt unten rein und muss reinschreiben, wofür er dankbar ist. Ich werde alles persönlich kontrollieren. Wir sehen uns morgen. Einen großen Tag. Tschüss!